Guten Tag und willkommen bei Credit Matters TV. Mein Name ist Volker Läger und ich begrüße heute bei mir Bernd Ackermann von unserem Covered Bond Team. Wir wollen über unsere jüngste Veröffentlichung zu den Covered Bond Märkten sprechen, unseren Ausblick 2014. Bernd, beim Blick auf 2013 stellt man fest, dass Veränderungen von Länderratings ein treibender Faktor für Ratingbewegungen bei Covered Bonds waren. Nun hat der Druck zuletzt auf die Länderratings nachgelassen und die Ratings stabilisierten sich. Heißt das für Covered-Bond-Investoren, dass sie Länderrisiken jetzt ignorieren können? In der Tat ist es so, dass unsere Kollegen einen geringeren Druck auf die Länderratings sehen. Ebenso sehen wir, dass sich die Preise für Wohnimmobilien in den meisten europäischen Ländern stabilisieren. All das sollte auch stabilisierend auf die Covered-Bond-Ratings wirken. Als Folge der Krise überarbeiten wir jedoch auch unsere Kriterien, inwiefern wir Covered-Bonds über den entsprechenden Länderratings bewerten können. Hier haben wir vor kurzem den Markt um Kommentare gebeten. Wenn die Kriterien in der vorliegenden Form in Kraft treten sollten, könnte das durchaus zur Herabstufung von Covered Bonds führen. Insofern bleibt das Thema Länderrisiko weiterhin relevant. Die Höhe der Überdeckung ist ein Kernelement bei der Ermittlung von Covered Bond Ratings. Erwarten wir wesentliche Änderungen in der Höhe der Überdeckung, die notwendig ist, um Ratings zu unterstützen? Der wesentliche Faktor, der die Überdeckungsanforderungen bestimmt, ist das Marktpreisrisiko. Das entsteht dadurch, dass sich die Fälligkeitsstruktur von Deckungsstockaktiva und in der Gegend den Covered Bonds unterschiedlich ist. Dieses Risiko macht ungefähr 2/3 der Überdeckungsanforderung aus. Nun ist es so, dass einige Emittenten das Risiko dadurch managen, dass sie Covered Bonds zurückkaufen oder zurückzahlen. Wir sehen aber auch strukturelle Änderungen an Covered Bonds. Ein Beispiel hierfür ist das sogenannte Conditional Pass-Through-Struktur. Hier haben wir in 2013 das erste öffentlich platzierte Programm gesehen, wo die Struktur dazu beigetragen hat, dass das Marktpreisrisiko aus Rating-Gesichtspunkten eliminiert wurde. Wenn wir nun überlegen, dass Emittenten von Covered Bonds einen hohen Anreiz haben, ihre Überdeckung so gering wie möglich zu halten, gehen wir davon aus, dass wir in 2014 weitere ähnliche Programme sehen werden. Neben diesen ersten Pass-Through-Strukturen haben wir letztes Jahr auch den ersten Covered Bond mit Mittelstandskrediten als Deckung gesehen. Welche Innovationen erwarten uns 2014? Die beiden Strukturen waren in 2013 nur Einzelfälle. Insofern gehen wir davon aus, dass in 2014 die Emittenten weiter den Appetit der Investoren für diese Produkte testen werden. Was wir durchaus sehen in 2014 ist den ersten mit Mittelstandskrediten besicherten Covered Bond, der im Rahmen eines Covered Bond-Gesetzes begeben wird. Hier ist ein entsprechendes Gesetz in Italien in Vorbereitung. Und wenn man überlegt, wie bedeutsam die Mittelstandsfinanzierung für die Wirtschaft in Europa ist, ist es durchaus realistisch zu erwarten, dass weitere Länder folgen werden. Grundsätzlich ist es so, dass Covered Bonds dabei helfen, die Struktur von Aktiva und Passiva bei Banken stärker in Einklang zu bringen. Insofern gehen wir davon aus, dass in 2014 eventuell neue Forderungsklassen in den Pfandbrief eingeführt werden. Da diese Forderungsklassen eher langfristiger Natur sein werden, vielleicht auch komplexere Forderungsklassen beinhalten, die mit höheren Kreditrisiken und weniger Liquidität ausgestattet sind, gehen wir davon aus, dass diese neuen Forderungsklassen zum Beispiel in Kombination mit einem Conditional Pass-Through strukturiert werden. Der Grund hierfür ist, dass eben diese geringere Liquidität und die höheren Risiken dieser Forderungsklassen zu einer deutlich stärkeren Überdeckungsanforderung führen würden, wenn diese strukturellen Elemente nicht berücksichtigt würden. Welche weiteren Entwicklungen sind für Investoren wichtig? Das wesentliche Thema ist Regulierung. Hier sehen wir in 2014 insbesondere, dass wahrscheinlich weitere Länder zur Covered Bond Familie dazustoßen werden. Das zweite Thema ist folgendes: Wir sind sehr gespannt auf die endgültigen Richtlinien zur Abwicklung und Sanierung von Kreditinstituten. Was hier positiv zu sehen ist, dass es relativ klar erscheint, dass die Covered Bonds nicht in einem sogenannten Bail-In
teilnehmen werden. Wo wir uns unter Umständen Gedanken machen müssen, ist, wie nachhaltig eine Überdeckung im Covered Bond sein wird oder das Thema, wie bewerten wir Covered Bonds von Banken, die sich in einer Sanierung oder Restrukturierung befinden. Themen, die nach 2014 relevant werden könnten, sind die European Market Infrastructure Regulation oder die angestrebte Vereinheitlichung der Covered Bond Gesetze auf europäischer Ebene. Neben diesen branchenübergreifenden Themen sollten Investoren aber auch ein Auge werfen auf die speziellen Risiken in einzelnen Covered Bond Programmen. Hierzu empfehle ich unsere vierteljährliche Publikation GCBC. Zusätzlich publizieren wir regelmäßig Kommentare zu Entwicklungen in einzelnen Ländern, sodass wir denken, dass in Summe die Investoren sich ein sehr gutes Bild machen können, wo die Risiken aus richtigen Gesichtspunkten bestehen. Vielen Dank, Bernd. Herzlichen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Weitere Einzelheiten können Sie unserer aktuellen Studie entnehmen.